Und damit, Leute, willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Das ist gerade wieder mit meinem Handy gefilmt. Denn mich haben auf Instagram nämlich so einige gefragt: Hey Ezekiel, kannst du mal deine Kamera vorstellen? Du hast eine Kamera, die die ganze Zeit filmst. Also ich filme gerade mit meinem Handy. Und ich dachte mir so, klar, warum nicht? Ich habe eh gerade sehr, sehr wenig Videoideen. Und ich dachte mir, warum stelle ich nicht mal meine Kamera vor, mit der ich meine Vlogs immer mache? Es war jetzt keine gute, ist keine hochwertige Kamera oder so, die wiegt auch nicht viel. Aber ich zeige sie euch einfach mal. Und ich würde sagen, wir fangen direkt auch an mit dem Objektiv. Und zwar kann ich das ganz leicht hier mal hochschrauben. Und zwar ist das ein mitgeliefertes Objektiv, das war halt schon dran, weil es eigentlich eine, ist halt keine Filmkamera, ne, sondern es ist halt eine Fotokamera. Da ist nämlich auch ein Blitz dabei, wenn ich jetzt weiß, wo da wäre. Ich schau mal in der Kameratasche schnell. Nichts passiert. Auf jeden Fall ist hier halt ein Blitz, weil es eine Fotografenkamera, wie gesagt, ist. Und das hier ist das Objektiv. Das Objektiv ist jetzt nicht cool, weil ich sag mal so, das ist gerade ein bisschen dreckig. Sondern das Objektiv, was mich halt an dem nervt, ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich hören will, wenn ich es nicht hinschraube. Ich weiß nicht, ob man das auch in meinen Aufnahmen hört, aber hört mal hin. Der Motor ist halt ziemlich, ziemlich laut. Und das ist halt was, was ich halt jetzt mal so gar nicht feiere, dass der Motor halt so laut ist, weil man hört es in den Aufnahmen, das stört halt dann ein bisschen, so in den einen oder anderen Aufnahmen hört man es. Dann dazu ist es ein Weitwinkelobjektiv, also ein 16 bis 50 mm, also ich bin meistens immer in 16 drin. Also das hier, ich weiß nicht, ob man sieht, das hier ist halt gerade 16 mm und dann ich jetzt reinzoome, ist halt, geht's bis 50 hoch. Aber 50 habe ich halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass es halt ein bisschen unscharf wird. Ich weiß jetzt gerade nicht genau warum. Ich wollte mal den Blitz hier mal zeigen, wenn er geht. Ich habe gerade keinen Plan, wie das Teil funktioniert. Geht das wieder raus? Ah ja, also der Blitz, ich weiß gerade nicht, wie der funktioniert, Leute. Keine Ahnung, deswegen brauche ich den jetzt nicht. Aber wo wir gerade schon leben, genau beim Objektiv, Leute, habe ich nachgeschaut, weil da gibt es ja mal so Leute, die sich halt neue Kameras kaufen. Und dadurch, dass ihnen halt der Motor nervt, kaufen sie sich dann ein Objektiv dazu. Und die Objektive, Leute, ihr wisst, wenn jetzt mal nicht so die reichsten Leute seid, ihr wisst, die Objektive sind nicht gerade billig. Und ich habe geschaut, weil ich vielleicht auch mal vorhatte, so der Motor nervt mich. Schaue ich mal so auf Amazon. Vielleicht gibt es ein Objektiv dafür, mal, wer weiß. Aber Leute, ich muss euch leider enttäuschen, denn es gibt für diese Kamera, gibt es leider kein Objektiv. Man kann die auch nicht so kaufen, sondern das Objektiv ist halt dabei. Und deswegen finde ich es halt schade, dass es halt, dass man halt keins dazu kaufen kann, weil die Kamera ist halt nicht berühmt, ne? Ich wollte ein Gimbal mal kaufen, das zeige ich euch noch gleich. Zubehör für die Kamera gibt. Ansonsten, Videoqualität, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht so die beste. Ich schau mal ganz kurz. Genau. Ich habe jetzt gar keinen Plan, ob man das sieht auf der Kamera. Aber ihr seht, ich habe die höchste Qualität drin. Das ist gerade 1080p mit 25 Frames. Und ich sag mal so, es ist nicht die beste Qualität der Kamera generell. Ich nehme halt, also ich filme mit 1080p. Und 25 FPS, aber im Schnitt stelle ich halt immer dann trotzdem ein 1080p und 60 FPS. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache, aber ich habe mich halt irgendwie ziemlich daran gewöhnt mit mal 50 FPS, mal 60 FPS und ich wollte es halt nicht wegen der Kamera. Wollte ich halt jetzt nicht unbedingt drunter gehen. Auf jeden Fall gibt es halt dann noch 720p, 480p und 240p. Ich habe natürlich das Höchste drin, aber mehr geht auch nicht, also 60 FPS oder sowas. Der keine Chance. Dann, was gibt's noch? Kann man hier noch. Die Auflösung könnt ihr dann noch. Bin ich rausgegangen?
Ich habe gerade 16 zu 9 drin. Ihr könnt also ich 4 zu 3 oder 1 zu 1 oder sowas mal so. Die Bilder am Anfang waren auf 3, 4 zu 3 oder so. Aber nachdem ich dann angefangen habe, mit der Kamera mal Insta-Bild zu machen, habe ich das halt dann auf 16 zu 9 umgestellt. Ist okay, die Kamera, so kann ich nicht so drüber meckern. Ich muss mal wieder die Programm umstellen. So sieht das übrigens aus, Leute, wenn ich mit der Kamera hier filme. Also so sieht das dann aus. Ich starte meine Aufnahme, dann könnt ihr das mal sehen. So sieht das dann aus, wenn ich mit der Kamera filme. Also wie gesagt, nicht die beste Qualität. Aber ich kann halt dann, was halt ein ziemlicher Vorteil ist, wenn ich jetzt im Selfie-Vlog-Mode oder sowas bin, kann ich halt einfach... Ist halt ziemlich cool für die Kamera, dass ich das kann. Das feiere ich halt ziemlich. Ansonsten stoppe ich mal wieder die Aufnahme. Und was halt auch ein Nachteil ist, Leute, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich starte mal schnell nochmal eine Aufnahme. Was halt finde ich sehr, sehr blöd ist, ist, ihr seht es nämlich schon, Leute. Wenn man nämlich Aufnahme drückt, braucht das Ganze halt ziemlich lange zum Verarbeiten. Also manchmal kommt drauf an, wie lange die Aufnahme ist, das war gerade kurz. Aber manchmal braucht es halt schon dann manchmal so eine halbe Minute, bis es dann mal verarbeitet. Dann Akku, muss ich sagen, Akku ist jetzt auch nicht ganz so der beste. Ich hole den mal raus. Das ist so ein ganz normaler Samsung-Akku. So sieht der aus. Der hat, ich weiß nicht, das ist auch nicht so der stärkste. Ich meine, der braucht länger zum Aufladen, als wie das man ihn benutzen kann. Auf jeden Fall steht es hier unten. Hat der Akku 30 mAh mehr als das Samsung Galaxy A5 2015. Also um genau zu sein, 2330 mAh. Hält gut, aber ich sag mal so, ich habe mit der Kamera, wisst Leute, habe ich mit der Kamera schon öfter mal Sonnenuntergänge gefilmt. Und da ist es mit dem Akku sonst so ziemlich eine Einschränkung, weil die Kamera da ziemlich, ziemlich schnell leer geht. Zum Beispiel bei dem Bugatti Chiron Video, was ich gemacht habe, ich hier eine Timelapse gemacht und da kam es dann öfter vor, wo ich dann mal so 15 Minuten am Stück aufgenommen habe, dass dann mal der Kamera-Akku halt mal leer geworden ist. Und ich dachte mir so, ich will aber jetzt mal umgehen pausieren und einfach weiterbauen und habe halt dann die ganzen Handyaufnahmen nicht reingeschickt oder so. Aber es ist halt, sage ich mal, eine ziemliche Einschränkung der Kamera, dass der Akku so schwach ist. Also ich meine, da gibt es manche Kameras, die ganze 3-4 Stunden halt, das kann halt die nicht. Und was auch eine ziemlich, ziemliche Einschränkung ist, also wenn ihr mit dieser Kamera, wenn ihr die auch habt und damit Sonnenuntergänge filmen wollt, vergisst es, Leute, weil ihr seht es im Bildschirm, Leute, die Kamera, die kann einfach nicht mal 20 Minuten aufnehmen. Ich weiß auch nicht warum, ich habe die ganzen Einstellungen, habe ich alle durchsucht. Es geht aber nicht mal 20 Minuten, das ist halt wirklich eine richtig, richtige Einschränkung für mich. Manchmal lasse ich aber die Kamera so stehen, mache dann mal ganz entspannte Timelapse oder so. Aber ich kann halt nie länger als 20 Minuten aufnehmen. Ich weiß auch nicht, ich habe wirklich die ganzen Einstellungen habe ich durchstöbert. Keine Chance, Leute. Das ist halt wieder so ein kleiner Nachteil der Kamera. Finde ich leider ziemlich, ziemlich schade. Ansonsten haben wir halt dann hier, was aufgeht. Genau, kleinen HDMI. Anschluss und halt ganz normal USB-Anschluss oder nee, nicht USB, das laber ich. Keine Ahnung, was das für ein Anschluss ist. Zum Laden. Laden braucht die Kamera so. Also, wenn der Akku komplett leer ist, 3 Stunden braucht die Kamera. Aber ansonsten, am Mikrofon ist es auch nicht das Beste. Ich dachte so, das ist ja hier oben für einen Blitzleiter. Ich dachte so, vielleicht kann man ein Mikrofon für die Kamera dazu kaufen. Aber Mikrofon wäre halt ziemlich blöd, dann kann ich halt nicht mehr so. Im Selfie-Mode-Film oder so wäre jetzt auch nicht so cool. Aber es gibt tatsächlich keine Mikrofone, also die Kamera allgemein. Da gibt es ja sehr wenig Zubehör dafür. Ich meine, man kann keine Objektive nachkaufen. Es gibt kein Mikrofon. Ist halt schon. Ist auch ziemlich blöd, Leute. Und ansonsten hat man halt hier ganz viele Funktionen. Ich weiß nicht, was die alle sind. Also ich bin meistens, wenn ich hier in diesem P-Modus, glaube, Programm-Modus ist das. Halt Auto. Und was mir auch viele geschrieben haben, was ich auch merke, die Kamera hat nämlich ein scheiß Problem mit dem Autofokus. Ich weiß auch nicht. Von einmal im Vlog muss ich mindestens immer 2-3 Sequenzen rauschen, damit die einfach unscharf mit der Kamera sind.
Besonders wird die halt unscharf, wenn man halt mal reinzoomt. Das ist halt dann, macht halt erstens wieder Motorgeräusche, gibt keine neuen Objektive. Und ja, ich bin jetzt kleiner YouTuber, ich meine, wenn ich jetzt so 10.000 Abonnenten hätte, hätte ich mir jetzt vielleicht schon eine bisschen bessere Kamera gekauft, wie so eine Sony A6000 oder sowas. Aber jetzt halt, sag ich mal so, eine Kamera gut für Einsteiger. Also, ich kann mich jetzt darüber jetzt eher weniger beschweren, sie reicht für meine Vlogs halt aus. Vor allem mit dem Stativ ist es halt cool, Aufnahmen zu machen. Und ich weiß nicht, was ich am Anfang des Videos sagen wollte, dass ich irgendwas mit Gimbal machen wollte. Ich weiß es gerade. Ich muss nochmal die Aufnahmen schnell anschauen. Die Kamera ist halt nicht berühmt, ne? Ich wollte einen Gimbal mal kaufen, das zeige ich euch noch gleich. Okay Leute, ich kann mich wieder daran erinnern, was ich sagen wollte. Und zwar habe ich ja gesagt, dass die Kamera nicht sehr berühmt ist. Und das Ganze liegt daran, ich hatte vielleicht vor mir, ein Gimbal zu kaufen. Ihr wisst ja, diese Gimbal, wenn ihr jetzt nicht die reichsten seid, die kosten zwischen 500 und 1500 Euro, die Profi-Gimbals. Und man hat da, muss ich sagen, echt schon richtig, richtig geile Aufnahmen. Aber so, vielleicht bekomme ich mal so ein kleines, ich habe jetzt eins gefunden, ich glaube 300 Euro oder sowas kostet das. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, wie ihr mich kennt, meine Aufnahmen können mal gerne ziemlich, ziemlich verwackelt sein, weil ich habe halt keine ruhige Hand. Und ich dachte mir so, vielleicht kaufe ich mir auch mal ein Gimbal. Und jetzt zu der Berühmtheit, Leute. Ich habe nämlich ein Gimbal gefunden, nämlich das Tion Crane M2. Sonst scheint super für kleine Kameras geeignet, dass man die Kamera, die ist jetzt nicht besonders groß. Und ich habe halt im Internet so geschaut nach Listen, habe fünf Listen gefunden. In allen Listen stand dran, mit welchen Kameras die kompatibel sind. Also mit so, den verschiedensten Sony-Kameras, also mit einer Sony A6000, Sony A6300, 500. Dann waren auch die verschiedensten Canon-Kameras, also die G7 X Mark II. Und die G7 X Mark II ist ungefähr, so denke ich mal, von der Größe her und mit dem Gewicht auf dem Niveau von dieser hier. Aber ich habe fünf Listen im Internet gefunden und in keiner Liste, Leute, war diese Kamera drin. Und nicht mehr habe ich nachgegoogelt, so ist die Kamera drin. Es gibt einmal nichts im Internet. Es steht einmal nichts drin, ob diese Samsung NX3300 mit dem Gimbal kompatibel ist. Deswegen habe ich halt bei jedem Teil, was ich so für meine Kamera kaufe, ein bisschen Angst, weil im Internet sehr, sehr wenig steht darüber und ich halt dann nie weiß, ist dieses Teil jetzt mit dem Ding kompatibel oder so. Aber Leute, eine Canon ist halt ungefähr so groß wie die. Und ich meine, wenn die passt, muss halt die auch passen. Ich meine, nur weil es halt nicht dran steht, heißt es nicht, dass sie passen muss. Also ich habe gesehen, am Mediamarkt hat sie, also soll jetzt keine Werbung für Mediamarkt sein. Saturn hat den natürlich auch. Aber beim Mediamarkt, ich weiß nicht, weil ich war halt schon sehr oft bei Saturn und Saturn habe ich halt meistens, also bis jetzt nie irgendwo so ein Kamerastativ oder so ein Gimbal rumstehen sehen. Oder zumindest war, wenn ja, entschuldigt bitte, dann war ich halt in der Ecke noch nie, weil ich bin meistens immer so in der Handyabteilung, Laptopabteilung, wenn ich halt da bin, so teste halt die neuen Handys aus. Zum Beispiel letztens habe ich mal das Note 10 getestet, habe ich kein Video gemacht. Aber ich habe halt noch nie wirklich ein Stativ gesehen. Bei Mediamarkt war das Ganze anders. Bei Mediamarkt habe ich wirklich mal schon, ich habe da mal meine Kamera dabei gehabt und habe halt mal mehrere Stative da getestet bei Mediamarkt. Und Mediamarkt hat es auch, ich weiß, sie sind gleich teuer. Wie gesagt, soll es Werbung für keine sein, die sind. Bei Mediamarkt ist auch nichts billig oder sowas, also das Gimbal ist bei beiden gleich teuer. Aber bei Mediamarkt, da kam auch letztens, auf YouTube kam eine Werbung über das Gimbal. Und wenn es Werbung über das Gimbal gibt, dann ist es doch im Markt safe, kann man es testen. Deswegen denke ich mal, wenn ich das Gimbal kaufen werde, werde ich die Kamera natürlich testen, ob die überhaupt damit kompatibel ist. Das, was ich noch dazu sagen wollte zur Berühmtheit, dass halt nicht sehr viele Infos stehen, ob die Kamera mit was kompatibel ist oder mit was auch nicht. Und damit soll es von diesem Video gewesen. Ich habe einfach meine Kamera vorgestellt, weil ich keine Videoidee habe. Aber Leute, ihr könnt mir auf jeden Fall gerne auf Instagram und auf Twitter folgen. Auf Instagram habe ich gerade irgendwie eine kleine Pausephase, weil ich gerade nicht mehr so aktiv bin. Ihr könnt mir auf Twitter folgen. Twitter bin ich jetzt nicht so aktiv. Snapchat habe ich auch. Bin ich sehr aktiv auf Snapchat, also fast aktiver als ich auf Instagram. Aber ja, Leute, abonniert meinen Kanal, macht mir die 130 Abonnenten voll. Da würde ich sagen, gibt es jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Kameraporn. Viel Spaß!